Hallo und herzlich willkommen, wir von Marcel von Yeah Games und wir spielen weiter Horizon Zero Dawn. In der letzten Episode haben wir ja drei Kultistenlager ausgeräumt und nun geht's ins Finale, also nicht in das richtige Finale, sondern ins Finale von der Quest, die Rache der Nora. Und wir sollen jetzt Wahl folgen und sollen irgendein Metallring oder irgend sowas ähnliches einnehmen. Okay, schauen wir uns das mal an. Folgen wir mal dem Guten. So, jetzt sind wir mal mit hier. Was ist das Gleise hier? Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Okay, da bin ich ja gespannt. Ich weiß es selber nicht. Als Spieler, aber wir werden sehen. Gut, hier müssen wir wahrscheinlich nach oben. Ne? Und hoch. Nimm meine Hand. Okay, das sehen wir schon ein paar. Nimm du den da rechts. Wie soll ich den nehmen? Den da rechts? Ach so, den da rechts. Oh, da stand was. Die Sonne brennt die Schwäche weg. Wir werden ihr folgen. Wir werden angegriffen. Naja, okay, das hat überhaupt nicht geklappt. Ich werde euch zeigen, wie stark man bluten kann. Hat ja großartig geklappt. Der Schlag von oben war, glaube ich, gerade nix. So, das ja mitnehmen. Metallscherben, die Währung bei Horizon Zero Dawn. Oh, ja. Richtig schick. Viele Sachen. Nimm du den da rechts, ja, okay. So, kann man hier noch was holen? Noch zwei, nimm du den linken. Ja, ja, ist ja gut. Den linken, wo ist der einer links? Okay, da. Okay, hab ich Plätze. Okay, das hat geklappt. Das nehmen wir mal. Das nehmen wir auch mal. Und du? Hopp! Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Erstmal Sprüche klopfen und dann. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Okay. So, wo war das jetzt mit dem? Ich muss dahin. Okay. So, kann ich hier irgendwie hochgehen? Nee.
Okay, einzige Möglichkeit. Okay, wir warten erstmal. Ist da etwas? Ich wurde entdeckt. Ich will schnell zu der Lohe. Okay, das solltest du tatsächlich jetzt machen. Gott, also heute ist echt. Ich muss die Lohe entzünden und zwar schnell. Wie denn? Soll ich das denn entzünden? Oh mein Gott! Ich muss die Lohe treffen können. Okay, hat auch so geklappt. Okay. Ja, gut. Zumindest wurde die Lohe entzündet. Wächter! Okay, das mit dem Stealth. Mehr als bar. Ja, ich mache dich fertig. Okay, jetzt gucken wir uns mal erstmal den hier vor. Okay, den müssen wir so machen. Das Feuerlaufen ist, glaube ich, nicht so wirklich cool. Rücken! Das hier stehe ich nochmal gut gerade. Okay, einer hat mich getroffen gerade. Keine Ahnung, wer das jetzt war. Ach, hier ist einer. Der Brüllrücken jetzt. Er ist ja schon platt, oder? Okay, ich brauche schnell Energie. Stirb, du Stück. Ja, der liegt immer noch, der komische Vogel. So, gleich nach Blatt. Was machst du denn jetzt? Eloy! Komm, du hältst das aus! Yes! Der ist weg. So, sind das alle? Nice. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Na
Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. So. Perfekt, perfekt. Okay, es ging natürlich nicht so, wie ich das eigentlich wollte. Weil die war planmäßig, da in Ruhe reinzugehen. Aber okay. So. Jetzt erstmal hier looten, was das Zeug hält. So, das nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. So, hier könnte man irgendwie rein. Da muss doch auch einer liegen. Kultisten! Ja, noch was? No. Etwas Vorrat. Okay, das war's dann wohl hier, oder? Komm, nehmen wir mal das Bäumchen hier mit. So, kurz mal in die Questliste schauen. So, Hauptquest. So, eben von den Toren. Nebenquest ist das. Aufträge haben wir nichts mehr. Banditenlager, Langhälse, Jagdgebiete, ja, ist egal. Okay. Tutorials, Stolperfalle. Ja. So, dann gucken wir nochmal im Inventar. Ich glaube, ich habe irgendwelche Kisten auch gerade bekommen. Ja. So. Und dann gucken wir mal, ob ich hier noch modifizieren kann. Waffen modifizieren? Uh, 26% Schaden. Das ist gut. Das nehmen wir mal. Outfits. Eisschutz oder Schockschutz? Würde ich erstmal nichts davon nehmen. Obwohl. Erstmal, glaube ich, auch egal. Gut, so, hier kurz mal kochen. So, jetzt könnten wir uns mal wegbeamen hier. Hier ist noch ein Banditenlager. Interessiert uns aber erstmal soweit nicht. Wir wollen ja mit der Story ein bisschen voranschreiten. Was war das hier? Ach so, okay. Gut, ich glaube, das nächste wäre hier.
Puh, ich überleg gerade. Das hier, das gibt. Das sind Läufer. Ich könnte mir theoretisch so einen Läufer mal schnappen. Genau, und mit dem Läufer laufen, dann geht das ein bisschen fixer. So, da haben wir ja schon einen. Ist hier eigentlich jetzt irgendwie was Verseuchtes? Das sind noch Truhen. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Das war früher so ein Amphitheater. Schau mal, das hätte ich fast vergessen mitzunehmen. Okay. So, wollen wir uns mal so einen Läufer mal hier schnappen. Na komm. Oh Gott, bisschen schneller. So, jetzt müssen wir überlegen, wo wir hin müssen. Also wir müssen da. Am besten mal zu dieser Flamme hier. Dieser Flamme alleine. So, wo ist denn das Fältchen hier? Okay, diese Richtung müssen wir. So, besteigen. Los geht's. Hier rüber. Hallo. Durch die ganze Horde hier durchfahren, ey, echt. Oh mein Gott. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, das wäre vielleicht besser. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt einfach mal weiter reite. Okay, wir sollen vielleicht erstmal wirklich zur. Okay, stopp.
Stopp mal das Tier! Ah, da, alles klar. Gut. Dann sollen wir erstmal diese verdorbene Zone mal hier platt machen. So, mal hier absteigen. So, schauen wir uns das mal hier an. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat, das liegt in Trümmern. Banditenlager noch? Oh mein Gott. Ach, da oben ist ein Banditenlager. Okay, das sieht gut aus hier. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Okay, offensichtlich hat das nicht gut geklappt. What? Wer bist du denn? Wo bist du denn her? Wow. Oh, die werde ich ja gleich... Yes! Also mega gut ging es gerade nicht. Es war okay. Es war okay. Hallo? So, nehmen wir mal den hier nochmal. Und nehmen wir mal den hier nochmal. Und das hier. Das hier auch. Ja, eine Heilwurzel ist immer gut. So, da oben ist irgendwie noch so eine Banditensiedlung. Aber ehrlich, lassen wir die mal in Ruhe erstmal. So, wohin des Weges, mein Freund? Panorama. Ein richtiger Platzregen.
Was war denn da? Hier war noch so ein Panorama-Ding, oder was? Ach ja, naja, ist aber jetzt auch erstmal egal. Obwohl, komm. Das gucken wir uns mal an. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ja. Wo soll denn das hier sein? Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Okay, jetzt macht gar keinen Sinn. Ich reite erstmal weiter. Yes, Mann. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Feuer hier. Das Feuer ist da. Dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Nicht für Berge geeignet, hm? Was? Okay, das hier ist das Banditenlager, oder wie? Eigentlich ist es ja hier, ne? So, wir müssen jetzt hier wohl irgendwie durch. So, komm, Pferd. Plötze. Geräusche. Wurde das Kaja-Vor angegriffen? Ein Verderber. Okay, gar kein Problem für uns. Was? Okay. Die Maschinen sind gefährlich. Kann mir nicht vorstellen. Okay, der Verderber ist schon mal weg. So, du bist auch gleich platt. Einer ist noch da, zwei sind noch da. Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Sonne. Ja, einfach nur gut. Was soll man sagen? Ich bin Aloy, ich bin die Coolste. Ihr seid alles Loser. Mädchen, komm her! Mann, sei ruhig, ich muss dich erstmal sammeln. So, wo ist der Verderber eigentlich? Alter. Was ist der? Nein. Habt ihr schon... Mädchen! Komm näher! Schön. Tschüss, ich hab keinen Bock auf euch.
hier noch Schickes. Okay, so Freunde, ich würde sagen, wir machen dann... Wow, das sieht aber wirklich auch wieder mal richtig schick aus. Ich meine, für 5 Jahre altes Game, absolut mega. So, also, ich würde sagen, so, wir sind jetzt hier am Karja Grenzfort angekommen und ja, wir betreten das, denke ich mal, in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke für euren Support und ja, und ich freue mich schon auf nächsten Monat. Dann geht es endlich los mit Horizon Forbidden West. Und das werden wir natürlich auch zocken. So, dann, ja, was soll ich noch erzählen? Gar nichts mehr. Ich bin raus, bis morgen. Ciao.